Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich wieder aus dem schönen Jägerwinkel hier am Tegernsee in Bad Wiessee. Ja, heute ist unser Thema das Thema zu viel Zucker im Blut, Diabetes mellitus heißt es genau in der Medizinersprache. Wir reden heute über das Thema Zuckerkrankheit. Eine sehr berühmte und bekannte Ärztin, Frau Dr. Barbara Richards, Sie sind ja nicht nur eine hervorragende Ärztin, sondern Sie machen ja auch die Kolumne im Münchner Merkur, die sehr beliebt ist. Ich habe kürzlich mit der Chefredakteurin geredet, mit Frau Bäumlisberger. Da schreiben Sie auch wieder die Themen und dann natürlich mit Dr. Martin Marjanovic. Ja, Sie kommen aber gerade aus Chicago. Was war der Grund der Reise? Sicherlich nicht privat, oder? Nein, der Grund der Reise ist natürlich ein großer amerikanischer Kongress gewesen, das sogenannte American Heart, wo die neuen Forschungsergebnisse vorgestellt werden. Und man muss sich natürlich immer updaten. Das heißt, man muss natürlich immer auf dem neuesten Stand der Medizin bleiben. Aber wichtig ist natürlich auch gleichwohl, dass man eben diese, das ist ja fast eine Volkskrankheit, Zuckerkrankheit, dass man auch heute in unserer Sendung einfach mal versucht, mal so ein bisschen die Parameter ja, mal klarzulegen, dass wir einfach mal drüber sprechen. Es sind derzeit in etwa 6 Millionen Deutsche an Diabetes erkrankt. Herr Dr. Marjanovic. Mit steigender Tendenz. Was heißt das? Was ist das? Das heißt, dass die Lebensweise befördert einfach die Zuckerkrankheit. Immer weniger Bewegung. Die Ernährung wird auch nicht unbedingt gesünder, immer mehr Fastfood. Die Leute haben eigentlich keine Zeit mehr, gesund zu kochen. Es wird irgendwas schnell vorbereitet. Und was ganz schlimm ist, ist einfach, dass die Leute sich immer weniger bewegen und dadurch Gewicht zunehmen. Und das befördert natürlich den Diabetes. Und Diabetes ist heute zur Volkskrankheit geworden, der Typ 2. Und nach allen Vorhersagen wird das noch deutlich zunehmen, mit allen Folgen, die man für seine Gesundheit hat. Und das ist erschreckend und wird die Gesellschaft auch sehr viel Geld kosten. Frau Dr. Richards, Sie sind Kardiologin. Sie verstehen eine Menge vom Herzen der Menschen. Aber auch der Diabetes sucht sich ja dann schlussendlich in der Endstation auch das Herz aus. Ja? Oder die Augen oder die Nieren. Beschreiben Sie mal ein bisschen so den Ablauf. Wie kommt man denn in diese Krankheit rein? Ja, ist also sehr schön, was Sie sagen. Und zwar, wir Kardiologen sagen eigentlich, Diabetes ist eine Gefäßerkrankung mit erhöhten Blutzuckerwerten. Und das beschreibt es ja eigentlich schon so ganz genau. Wie kommt man in die Erkrankung rein? So muss man erst einmal unterscheiden, dass es zwei verschiedene Arten des Diabetes gibt. Den sogenannten Typ 1 Diabetes, das ist der kindliche Diabetes, der auch leider sehr früh ausbricht, muss man sagen, im Alter von 3, 4 oder 5 Jahren oder im jungen Erwachsenenalter. Und über das, was wir heute sprechen wollen, den sogenannten Typ 2 Diabetes, der sogenannte Altersdiabetes bei älteren Menschen. Herr Dr. Marjanovic hat das schon angedeutet, es ist so ein bisschen eine Wohlstandserkrankung, die wir haben. Wohlstandserkrankung heißt Übergewichtigkeit, Bewegungsmangel und das falsche Essen. So kommt man eigentlich in den Diabetes hinein. Aber natürlich auch Bluthochdruck ist ein Thema? Ja, also Bluthochdruck ist ein Thema, natürlich, dass wir einen Risikofaktor haben. Bluthochdruck führt aber nicht ursächlich zum Ausbruch eines Diabetes. Also da für den Diabetes gibt es andere Risikofaktoren, also wie gesagt, Übergewichtigkeit, Bewegungsmangel. Aber, da haben Sie völlig recht, wenn ich zusätzlich einen anderen Herz-Kreislauf-Risikofaktor habe, wie den Blutdruck, wie die Fettstoffwechselstörungen oder wenn ich jetzt zusätzlich auch noch rauche, dann verdoppelt sich nicht das Risiko, sondern es geht quasi exponentiell nach oben. Und wenn wir von Risiko sprechen, dann sprechen wir von sogenannten Gefäßrisiken. Also Gefäßrisiken für den Schlaganfall, für den Herzinfarkt beispielsweise, für Durchblutungsstörungen der Beine oder, wie Sie das schon richtig gesagt haben, für schwere Nierenerkrankungen. Nun, wenn man mal schaut, es ist ja unglaublich, 370 Millionen Menschen weltweit sind diabeteserkrankt. Jetzt, Herr Dr. Marjanovic, sind wir denn einfach so unvernünftig? Hauen wir uns einfach auf Deutsch gesagt
den Magen voll ohne Ende und dann noch ein kleines Eis nach Nachspeise, dann noch mal einen Käse und dann Alkohol ist natürlich auch ein Thema. An was liegt das? Das ist ja auch, ich meine, das ist ja das Schöne, gerade Sie als eine Persönlichkeit im medizinischen Bereich, Sie können ja auch Menschen irgendwie mit Ihrer Emotion erreichen, also wir sagen, jetzt lass das mal weg und so. Wie ist denn das? Wie kann man denn da sich selbst irgendwo mal einfach mal Stoppschild geben? Was kann man da tun? Ja, es ist natürlich der Überfluss. Und die Zunahme in der Weltbevölkerung hat natürlich auch damit zu tun, dass sich einfach in weiten Teilen, auch gerade der dritten Welt, die Lebensbedingungen in den letzten Jahren sehr verbessert haben. Mhm. Dass einfach viel mehr Menschen Zugang haben zu besserem Essen und damit natürlich auch den Überfluss genießen. Und auf der anderen Seite nimmt natürlich unsere Arbeitswelt und gerade die Welt der neuen Medien nimmt den Leuten die Bewegung. Und in dieser Kombination, die man fatal googelt sich in einen Diabetes rein. Man googelt sich, ja, vor allen Dingen die Kinder. Man muss ja, also es beginnt ja, man muss ja sehen, die Zeitbombe tickt ja bei den Jugendlichen. Ja. Da ist es ja ganz eklatant, wie stark Übergewicht zugenommen hat, Bewegungsmangel zugenommen hat, wie die Essgewohnheiten sich vollkommen zum Negativen verändert haben. Und dann natürlich noch die Freizeitwelt, in der man sich früher bewegt hat und in der man sich heute einfach nicht bewegt, weil man irgendwo auf irgendwelchen Tastaturen rumtippt. Mhm. Und die Folgen für unsere Gesellschaft werden sehr, sehr, sehr hart werden. Und wenn man da nicht gegensteuert, und es beginnt natürlich bei den Eltern, wie viel Zeit haben die Eltern für die Kinder? Wie sehr klären sie sie auf? Wie sehr schaffen sie es, sie zu bewegen und für Freizeitaktivitäten zu begeistern? Das ist ein Schlüssel. Mhm. Und leider ist der Trend genau in die gegengesetzte Richtung. Frau Dr. Richards, lassen Sie uns mal ein bisschen über diese Krankheit als solche sprechen. Man spürt, ist ja so etwas, man spürt es ja nicht. Ja? Also natürlich dann die Stadien der Krankheit. Da würde ich gerne mal Sie als eine absolute Spezialistin fragen. Also erstmal, ja, man hat vielleicht einen erhöhten Durst, man geht öfters auf die Toilette, man hat vielleicht ein leichtes Kribbeln mal im Fuß oder in den Armen. Was kann man denn da jetzt mal, einfach mal ein Statement, Sie als Ärztin, was empfehlen Sie Menschen, die übergewichtig sind, die vielleicht wirklich jetzt zuhören und sagen, ja, was die drei jetzt da so sagen, das ist schon, da ist schon was dran, aber ich spüre nichts, ich habe keine Schmerzen. Was sagen Sie denn solchen Leuten? Wie geht das los? Ja, erst einmal Warnsymptome, Sie haben es schon angesprochen, man trinkt mehr, man geht vielleicht auch mehr zur Toilette. Das möchte ich natürlich auch ganz kurz einmal erklären, warum das so ist. Mhm. Blutzucker bedeutet ja zunächst einmal, wir haben einen erhöhten Blutzucker. Das heißt also, wir haben mehr Zucker im Blut. Mhm. Und der Körper ist ja ein, sagen wir, sehr intelligentes Konstrukt. Der Körper versucht, das auszugleichen. Ja. Und das heißt, vermehrter Zucker bedeutet, man hat mehr Durst, weil ich möchte, dass sich der Zucker verdünnt. Also wenn ich mehr trinke, verdünnt sich der Blutzucker im Blut letztendlich, was aber zur Folge hat, dass ich natürlich mehr Wasser lassen muss, dass ich häufiger zur Toilette gehen muss. Also das ist ein, sag ich mal, Mechanismus des Körpers. Also Warnsymptome können sein, dass man vermehrten Durst hat, dass man vermehrt zur Toilette gehen muss. Müde? Müdigkeit, natürlich. Müdigkeit, weil natürlich der ganze Stoffwechsel nicht mehr richtig funktioniert. Und wichtig, was man vielleicht noch wissen sollte, ist, dass man eine sogenannte Infektneigung hat. Ah. Was man auch gut erklären kann, denn der beste Nährstoff für die Bakterien ist Zucker. Ah, ja. Das heißt also, wenn meine Blutzuckerwerte erhöht sind, neige ich zu Infekten der oberen Atemwege, zu Harnwegsinfekten, Wunden, die ich mir zuziehe, heilen nicht mehr so richtig ab. Alles das Ekzeme auch. Ekzeme, das Jucken kommt auch durch erhöhte Blutzuckerspiegel. Und wenn man so ein pelziges Gefühl hat, das ist allerdings eher schon ein Spätsymptom, dass die Nerven auch nicht mehr richtig funktionieren. Natürlich, dann sollte man natürlich zum Arzt gehen. Also Diagnostik kommen wir sicherlich gleich noch mal drauf zu sprechen. Aber, was Sie gesagt haben, wie soll ich denn damit umgehen? Jeder Erwachsene sollte routinemäßig, auch wenn er diese ganzen Symptome, über die wir jetzt gesprochen haben, nicht hat, sollte er routinemäßig einmal im Jahr zum Hausarzt gehen. Es muss auch nicht der Facharzt sein, sondern zum Hausarzt. Ist ganz easy, einfach mit Blut. Also man merkt, und die Diagnostik ist ganz einfach. Ja. Es ist ein Blutzucker, ein Bluttest. Also ein Bluttropfen im Grunde. Entweder stickse ich einmal in die Fingerkuppe
und führe einen Blutzuckertest durch oder ich nehme Blut ab und kann dort einen ganz wichtigen Parameter bestimmen. Das ist der sogenannte HbA1c-Wert. Und der muss irgendwie sein zwischen 5 und 7 oder so, oder? Ja, absolut richtig. Ja. Also 5,5 ist optimal. Und so ab 6,5 sagen wir, naja, das ist ein Diabetes. Spätestens ab 7 muss man auch behandeln. Und dann gibt es ja den Glukosetest, dass man dann Zuckerwasser trinken muss. Und das muss sich dann innerhalb einer gewissen Zeit wieder... Ja, zunächst einmal reicht aber wirklich der Stix aus und der Langzeitblutzuckerwert aus. Und wenn man dann, was Sie sagen, der Glukosetoleranztest, also wenn man quasi einen Blutzuckerbelastungstest macht, dann trinkt man... Glukose, trinkt man Zucker und guckt dann, ob man einen sogenannten Prädiabetes hat, also ob man eine Vorstufe des Diabetes hat. Das ist die sogenannte Insulinresistenz. Das heißt also, der anfallende Zucker kann nicht mehr richtig verstoffwechselt werden. Diese Menschen oder diese Patienten würde ich allerdings nicht behandeln, also nicht medikamentös und schon mal gar nicht mit Insulin behandeln, sondern hier ist eben so die sogenannte Lebensstilmodifikation, worüber wir schon gerade gesprochen haben, das Wesentliche, womit ich zunächst einmal beginne. Wie fühlt sich da der Chef vom Marjanovic Center, wenn Sie so eine tolle Ärztin haben, die da einfach in der Richtung super drauf ist? Ich bin stolz. Ist doch schön. Nein. Einfach, wenn man einfach so Spezialisten hat. Lassen Sie uns auch mal ein bisschen über die Marjanovic Medizin reden. Sie haben ja wirklich alles im Haus. Das ist ja auch schön. Wenn man nicht von Pontius bis zu Pilatus laufen muss, wenn man irgendwie sagt, ich habe jetzt was am Knie oder ich fühle mich nicht gut oder ich habe irgendwas Neurologisches oder ich habe eben was Kardiologisches, dann kann man das alles bei Ihnen im Haus haben. Jetzt mal die Frage. Dr. Martin Marjanovic, machen Sie auch diesen Test für Zucker? Ja, natürlich. Und wie schaut der aus? Ich bin ein ganz regelmäßiger, also ich übertreibe es nicht, ja, aber ich gehe natürlich einmal, ja, ich gehe regelmäßig. Und so, Sie zur, gehen zur? Natürlich, ja. Es gibt ja nichts Besseres. Sehr schön. Und ich warte jetzt auch. Ich kann wirklich. Kommt er regelmäßig, ja, oder? Ich komme regelmäßig. Oder sonst wird also angemahnt, oder? Nein, das brauche ich nicht. Wir haben bei uns das wirklich so umgesetzt, wie ich mir denke, was ich gern für mich hätte. Ja. Das heißt, die wichtigsten Fachrichtungen im Haus, das Ganze... auf einem, würde ich mal sagen, Niveau, das sehr hoch ist. Also da brauchen wir uns vor niemandem zu verstecken. Und in einer Art, wie ich es mir immer gewünscht habe, dass wir auch miteinander reden. Also das heißt, wenn ich jetzt also zur Vorsorge gehe, und das tue ich, weil ich liebe das Leben, und ich will den Dingen, die man vorbeugen kann, vorbeugen. Ich warte jetzt auch auf ein Ergebnis, weil ich das ist genetisch bedingt, einen relativ hohen Cholesterinwert habe. Und da gibt es jetzt ein Medikament, das mir die Frau Dr. Richards verschrieben hat. Das nehme ich jetzt regelmäßig ein, um das zu senken. Das ist auch sehr gut gelungen. Und jetzt möchte ich gern wissen, was die Ergebnisse also aus Chicago sind. Mhm. Wie viel hat das wirklich statistisch auch dem einzelnen Menschen gebracht? Mhm. Also wir sind da wirklich sehr eng miteinander. Ich würde mal sagen, wir lachen immer drüber. Ich bin ein Orthokardiologe. Weil wir tauschen uns aus, wir reden miteinander in der Gruppe und ich denke, das ist so, wie ich mir Medizin mal vorgestellt habe. Es gibt keine Befunde, die hin und her geschickt werden, sondern der Patient wird wirklich aus einer Hand versorgt. Und es ist ein Traum wahr geworden. Also, das macht einfach Spaß. Das machen wir ja, schon seit vielen Jahren. Jetzt mit München, dann hier mit dem Jägerwinkel. Ja, natürlich. Wir leben das auf breiter Ebene, einfach mit Spezialisten, Menschen. Wir leben das an beiden Standorten. Ja. Und in München ambulant, hier stationär. Ja. Und ich glaube, das gibt es nicht so oft. Ja. Frau Dr. Richards, lassen Sie uns zurückkommen zu der Zuckerkrankheit. Jetzt gibt es Menschen, die eben analysiert worden sind, sie haben den Zucker. Das ist ja schon manchmal für die Patienten ein riesiges mathematisches Rechnen. Also jetzt habe ich gerade den Mohrenkopf gegessen und jetzt möchte ich vielleicht noch das. Und das ist ja unglaublich ein logistisches Thema. Sie sind ja immer an der Weltspitze. Jetzt sagt man ja, es gibt ja diese Insulinpumpen, es gibt ja also normalerweise die Zuckerkranken, wenn das noch nicht so hoch ist, gibt es die Zuckertabletten, also Medikamente, wo die eingenommen werden. Aber dann gibt es natürlich auch stärkere Dosen, wo man dann Insulin spritzen muss. Man muss sich ständig messen. Sagen Sie doch mal ein bisschen,
was kann da die Medizin den Menschen auch geben, dass sie die Lebensqualität nicht nur erhalten, sondern dass sie einfach beruhigt sind? Weil wir kennen einen Fall, Tommy Fuchsberger, mit dem ich ein Buch gemacht habe, Zucker, na und, der eben Sohn, einfach in ein Koma gefallen ist und dann einfach in einen Fluss gelaufen ist und einfach das nicht überlebt hat, der wirklich sehr positiv war. Tommy war jemand, der gesagt hat, hey, ich möchte die Menschen anstecken, und der ist um die Welt geflogen und hat sich gemessen, und der hat das alles irgendwo immer wieder, jetzt messe ich mich da, und der hat es so, ja, also es ist ja dann eine Veränderung der Lebenswelt. Sagen Sie doch da mal ein bisschen was drüber. Ja, zunächst einmal muss man sagen, er war an einem Typ 1 Diabetes erkrankt. Ja. Das heißt, also das war der jugendliche Diabetes. Und beim jugendlichen Diabetes ist es natürlich wirklich so, dass diese Menschen überhaupt kein Insulin mehr selber produzieren. Also heißt, die Bauchspeicheldrüse produziert überhaupt kein Insulin mehr, und das Insulin muss ich also zuführen. Ja. Aber was Sie sagen, so strikt mit den Diäten ist das nicht mehr. Denn es gibt eine unglaubliche Innovation in der Medizin, und das sind die sogenannten Analoginsuline. Das ist das sogenannte. Was heißt das? Analoginsulin heißt, die wirken sofort. Also früher ist das so gewesen, Sie mussten das Altinsulin spritzen und dann 20 oder 30 Minuten warten und dann mussten Sie essen. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem gewesen. Beispielsweise stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Restaurant, haben Lust, irgendetwas zu essen, bestellen sich irgendetwas, müssen dann aber vorher spritzen, 10 Einheiten Insulin beispielsweise, dann kommt irgendetwas, was Sie aber nicht essen müssen. Das Insulin ist aber bereits im Körper drin und Sie müssen das jetzt essen, sonst rutschen Sie in die Unterzuckerung hinein, weil Sie das Insulin gespritzt haben. Analoginsulin bedeutet, dass diese Insuline, die es jetzt gibt, die es modern gibt oder so, sofort wirken. Das heißt also, Sie brauchen diesen Spritz-Essabstand nicht mehr einzuhalten. Und das bedeutet, Sie gehen in ein Restaurant, bestellen sich, was Sie möchten, gucken dann auf dem Teller, was möchte ich essen, was schmeckt mir nicht, und spritzen dann das Insulin, und das können Sie fast am Tisch, können Sie das machen. Vorher muss man natürlich den Blutzucker bestimmen, das ist nach wie vor der Fall, aber das macht natürlich heute die Sache wesentlich einfacher. Also Sie müssen heute schon, in dem Fall Fuchsberger, 3 bis 4 Mal täglich den Blutzucker bestimmen und anhand dessen anpassen. Und die nächste Innovation beim Diabetes sind die sogenannten Langzeitinsuline. Die haben wir früher auch nicht gekannt. Das heißt also, Sie spritzen zur Nacht noch einmal ein Langzeitinsulin, was im Prinzip einen basalen Bedarf auch noch zusätzlich abdeckt. Das heißt also, dieses ewige Spritz-Ess-Abstand und ständig messen ist wesentlich einfacher geworden. Jetzt darf ich Sie mal fragen, also man spürt es ja, dass Sie da wirklich total in dem Thema zu Hause sind. Das heißt, es ist schon auch wichtig, dass man zu Ärzten geht, die sich da auskennen, gell? Das ist ganz wichtig. Wobei man natürlich immer unterscheiden muss, der Typ-1-Diabetes ist eine ganz andere Erkrankung als der sogenannte Altersdiabetes, über den wir eigentlich sprechen. Dr. Marjanovic, Sie sind ja auch von der Familie her ein wenig vorbelastet in diesem Thema. Was bedeutet das für Sie? Wie Sie leben ja vorbildlich, das haben wir ja gerade gesehen. Sie sind ja vorbildlich, jemand, der als Arzt auch sagt, was bedeutet das für Sie? Ja, ich achte sehr auf mein Gewicht. Ich achte, ich hau schon mal über die Stränge, aber ich schaue schon, was ich esse, dass ich also nicht völlig ungesund esse, und was ich halt liebe und was ich halt permanent mache, auch wenn es mal um 11 Uhr in der Nacht ist, ich bewege mich viel. Und ich denke, in der Basistherapie ist ja die Bewegung, gerade was den Diabetes angeht, eine der Hauptstützen. Also das heißt, die Bewegung, das Verbrennen, also den Körper einfach fordern, ist die Basis, und dann beginnt es erst mit den Medikamenten. Und obwohl es bei mir in der Familie gehäuft vorgekommen ist, halte ich mich gut. Also ich habe kein Problem mit meinem Blutzucker. Aber da muss man auch was dafür tun. Und man muss vor allen Dingen bewusst sein. Und da kontrolliere ich und lebe danach, soweit ich es kann. Ich bin kein Asket, liebe das Leben, aber man kann es auch vernünftig machen. Aber Sie lieben auch die Patienten? Ja, Herr Dr. Richards, jetzt gibt es aber auch Fälle, wo eben die Patienten unvernünftig sind, die eben einfach so weiterleben, einfach wahnsinniges Übergewicht. Also wir haben leider eine übergewichtige Gesellschaft. Es geht schon los. Ja, ich komme gerade von einem großen
Medikamentenkonzern und wir haben mal die Zahlen angeguckt. Also wahnsinnig, wie Kinder eben einfach übergewichtig sind. Es gibt diese Geschichte J1, also dass Hausärzte, Kinderärzte, Kinder mal messen, wiegen und so. Jetzt geht es ja dann einher, wo eben dann der Diabetes auf die Augen gehen kann. Er kann offene Beine machen. Er kann bis hin zu Nervenschädigungen. Was sagen Sie solchen Menschen? Also Sie haben ja auch viele Patienten, die eben vielleicht auch dieses Stadium jetzt sehen. Und wie kann man diesen Menschen helfen? Ja, schwierig, was sagt man diesen Menschen? Wichtig ist natürlich, wie bei allen Erkrankungen, dass man versucht, den Patienten in irgendeiner Form mit ins Boot zu holen. Denn die Therapie und der Arzt, sage ich immer, ist nur so gut, wie der Patient auch mit, wieder mitmacht. Also ja, natürlich. Denn wenn jemand die Medikamente nicht nimmt, auch die, sag ich mal, Ratschläge, die ja heutzutage gar nicht mehr so schwierig zu befolgen sind, wenn er das nicht mitmacht und nicht mitlebt, dann ist es einfach ganz schwierig. Ich glaube, ein guter Ansatz ist im Prinzip, nicht jemanden zu überreden, sondern zu überzeugen. Das heißt, dass man Überzeugungsarbeit leistet und die Erkrankung erklärt und auch die Probleme der Erkrankung erklärt. Wie Sie sagen, offene Beine, wer will das eigentlich schon haben? Und das ist ja auch wirklich nicht schön im Alltag. Oder dann der drohende Herzinfarkt oder der Schlaganfall. Dass man Überzeugungsarbeit leistet und versucht, so die Patienten mit ins Boot zu holen. Und dann ist eine Therapie nur dann gut, wenn sie einfach ist. Das heißt also, wenn ich sage, Sie müssen jetzt Ihre Speisen abwiegen auf das Milligramm genau, das machen Sie 2 Tage und dann machen Sie nicht mehr mit. Das heißt also, unsere Vorschläge müssen praktikabel sein, das heißt, die müssen einfach sein, so dass man sie auch mit in den Alltag nehmen kann und umsetzen kann. Was ich so schätze an der Marjanovic-Medizin, dass man hochspezialisierte Ärzte vor sich hat, aber dass sie eine Sprache sprechen, wo sich auch jemand wiederfindet. Ja? Weil nicht jeder ist jetzt nun versteht die Sprache der Medizin. So dass man einfach auch sagt, sie müssen mal vom Gewicht runter. Und wo man dann auch sagen kann, wir haben hier Sportmediziner, wir haben hier Menschen, Trainer, sie haben ja alles im Haus. Ja. Und kleine Ziele setzen. Ja. Also jetzt nicht jemandem sagen, der 50 Kilo Übergewicht hat, sie müssen das jetzt in 3 Wochen abnehmen, sondern dass man sagt, wir setzen uns kleine Ziele, schrittweise Etappenziele, die dann eben auch erreichbar sind. Sagen wir mal so ein bisschen die Todsünden für Diabetes. Was darf man nicht machen? Also Zucker ist schlecht. Gibt's gar nicht mehr. Also ich weiß, also früher, das hat sich so im Semantischen hat sich das so eingeprägt. Die Diätsünden oder so. Also das ist so ein Wort, was ich eigentlich gar nicht so schön finde, weil natürlich immer ist der Patient der Böse und hat immer Schuld. Heute ist das ganz anders. Sie dürfen beim Diabetes alles essen. Und da komme ich direkt, mache ich einen kleinen Ausflug, diese ganzen Diätprodukte, die Sie im Supermarkt sehen, das können Sie alles vergessen oder so. Die sind eigentlich nur teuer und helfen nicht der Gesundheit. Also eine vernünftige Ernährung. Und vernünftige Ernährung heißt natürlich, dass man auf den weißen Kristallzucker mehr oder weniger verzichten sollte und Speisen, wo viel Kristallzucker enthalten ist, also die ganzen Süßigkeiten natürlich, vermeiden soll. Aber wenn man sich so mit vielen, also Diätspezialisten unterhält, sagt man im Prinzip ein kleines Händchen, das ist quasi so die Einheit, darf auch mal Schokolade sein oder dürfen mal Gummibärchen sein, wenn man das nun wirklich essen möchte. Das heißt, es ist alles erlaubt, aber mit Augenmaß, in Maßen eben. Das ist ganz wichtig. Aber Dr. Marjanovic, wenn jetzt Menschen diesen Unterzucker haben, also das ist ja auch eine gefährliche Geschichte. Also man fällt ja, kann in eine Ohnmacht fallen. Was sagt man diesen Menschen? Also wenn das öfters passiert, ist logischerweise der Doktor wichtig, dass man einen Spezialisten hat. Dann sage ich als Orthopäde, Sie sollen zum Doktorinsatz gehen. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Was ich natürlich den Leuten empfehlen kann, ich meine, die zu mir kommt man ja nicht wegen einem Diabetes, aber wenn ich solche Symptome höre, dann nehme ich die Patienten an der Hand, gehe einen Stock höher, wir reden drüber und ich gebe sie weiter. Was ich natürlich jedem empfehle, ist das, was generell auch meinen Patienten empfehle, dass sie einfach sich viel, viel bewegen, dass sie ein gesundes Leben führen, dass sie nicht übergewichtig werden. Aber ansonsten
bleibe ich als Schuster bei meinem Leisten. Das ist die Orthopädie, die Wirbelsäule, Knie und Hüften. Und gehe dann eher einen Stock höher und übergebe die Patienten dort, wo sie besser aufgehoben sind als bei mir. Herr Dr. Richards, aber die moderne Medizin hat unglaublich viele Medikamente. Das muss man einfach auch mal ganz klar sagen. Wenn man beim richtigen Arzt ist oder bei der richtigen Ärztin, dann kann man super eingestellt werden. Aber man muss ständig auch einen Vertrauensmenschen haben, wo man einfach sagt, jetzt geht es mal wieder ein bisschen besser. Oder man muss schon immer schauen, dass die Einstellung optimal ist. Richtig, richtig. Die modernen Medikamente machen kaum noch Unterzuckerungen. Das ist auch eine ganz große Innovation. Und wir leiten unsere Patienten ja zum Blutzucker-Selbstmanagement an. Das heißt also, der Patient bestimmt seinen Blutzuckerwert selber und protokolliert das auch. Also die Älteren jetzt vielleicht in einem kleinen Heftchen, die Jüngeren im iPhone, da wird das protokolliert. Oder gibt es Apps, auch eine App, richtig. Und da wird das protokolliert und dann kann man das sehen. Also die neuen modernen Medikamente machen kaum noch Unterzuckerungen. Das ist ganz positiv. Das, was Sie angesprochen haben mit dem Herrn Fuchsberger, das war natürlich eine Unterzuckerung, aber natürlich anderes Thema, insulinpflichtiger Diabetiker. Und da kann das natürlich passieren, wenn man Insulin spritzt, krank ist beispielsweise, eine Infektionskrankheit hat und dann wenig isst. Da kann man in eine Unterzuckerung reinfallen und das ist in der Tat eine lebensgefährliche Situation, weil unser Gehirn nur Zucker verstoffwechseln kann. Und sobald unser Gehirn unterzuckert ist, fallen wir ins Koma. Das heißt also, jeder Notarzt wird quasi von frühestem Semester hin angeleitet, geschult. Also auch die jungen Mediziner werden geschult, dass man sagt, bei einer unklaren Bewusstlosigkeit, was ist das Erste, was ich mache? Den Blutzucker messen. Also bevor ich sonst irgendetwas mache, sogar ein EKG anlege, als Erstes messe ich den Blutzucker, weil das eben die ganz große Gefahr ist. Und daran kann man auch sterben. Jetzt trinken wir mal auf so tolle Ärzte, wie Sie beide jetzt in der Sendung waren. Herzlichen Dank, liebe Zuschauer. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder im nächsten Medizintalk. Hier aus dem wunderschönen Jägerwinkel am Tegernsee. Und noch einen schönen Abend. Und ich denke, es war wieder eine spannende Sendung. Und ich denke, es ist schön, dass es so tolle Ärzte gibt, die sich eben einfach in ihrem Gebiet einen Namen gemacht haben. Einen schönen Abend.